Der violette Rötelritterling Lepistanuda ist ein essbarer und wohlschmeckender Streuzersetzer, der sich zumeist erst im Spätherbst, dann aber in großen Mengen finden lässt. Im heutigen Pilzporträt befasse ich mich mit Vorkommen und Lebensweise, Merkmalen, Verwechslungsmöglichkeiten sowie Verwertung dieser Art. Der violette Rötelritterling ist eine saprophytisch lebende Pilzart. Er ernährt sich von abgestorbenem organischem Material wie Zweigen, Nadeln und Blättern in der Streuschicht des Waldbodens. Der Pilz bevorzugt humusreiche Standorte und ist sowohl in Laub- als auch Nadelwäldern anzutreffen. Er stellt keinen besonderen Anspruch an den pH-Wert und wächst sowohl auf Kalk- als auch auf saurem Boden. In Mitteleuropa ist der violette Rötelritterling weit verbreitet und häufig. Er wächst üblicherweise erst gegen Ende der Pilzsaison von Ende Oktober bis Mitte Dezember. Gelegentlich lassen sich die Pilze allerdings schon ab September, selten sogar im Frühjahr finden. An guten Standorten sind bei idealen Wachstumsbedingungen Massenfunde von mehreren hundert Exemplaren auf engem Raum möglich. Der Fruchtkörper kommt meist gesellig vor und bildet gerne Linien oder Hexenringe aus. Als saprophytische Pilzart kann der violette Rötelritterling kultiviert werden, was sich allerdings als anspruchsvoll und wenig ergiebig erwiesen hat. Daher ist diese Art nur sehr selten im Handel zu finden. Der Hut des violetten Rötelritterlings erreicht eine Größe von 5 bis 15, in seltenen Fällen auch 20 cm. Er ist bei jungen Pilzen violett gefärbt, bei älteren Fruchtkörpern nimmt er mitunter eine violett-bräunliche Farbe an. Er ist schwach hygrophan, bei feuchter Witterung stellt sich also eine charakteristische Zonierung mit dunklerem Hutrand und hellerem Zentrum ein. Bei besonders trockener Witterung ist auch ein Ausbleichen der Hutoberseite möglich. Die Lamellen des violetten Rötelritterlings sind ausgebuchtet am Stiel angewachsen und kräftig violett gefärbt. Durch leichtes Verschieben kann man sie einfach vom Hutfleisch ablösen. Der Stiel des violetten Rötelritterlings erreicht eine Länge von 5 bis 15 cm. Er ist violett gefärbt, zylindrisch, ringlos und zur Basis hin gelegentlich keulenartig verdickt. Das Fleisch ist blassviolett, im Alter durchscheinend und zunehmend bräunlich gefärbt. Der Geruch ist intensiv süßlich, blumenartig und parfümiert, der Geschmack ebenfalls süßlich und parfümartig. Das Sporenpulver des violetten Rötelritterlings ist fleischfarben bis blassviolett. Für den Speisepilzsammler ist insbesondere die Abgrenzung des violetten Rötelritterlings zu ungenießbaren oder giftigen, violett gefärbten Haarschleierlingen wichtig. Der violette Schleierling ist ein ungenießbarer Pilz. Er geht eine Symbiose mit verschiedenen Laubbäumen ein und kann daher in Laub- und Mischwäldern gefunden werden. Der Hut ist filzig und nicht hygrophan, der Geruch holzig bis lederartig und das Fleisch kräftig violett gefärbt, im Gegensatz zum blassen Fleisch der Rötelritterlinge. Der lila Dickfuß kann aufgrund seiner ockerfarbenen bis bräunlichen Lamellen einfach vom violetten Rötelritterling unterschieden werden. Der Pilz ist ebenfalls ungenießbar und kann in Nadel- und Mischwäldern gefunden werden. Der giftige Boxdickfuß kann dem violetten Rötelritterling sehr ähnlich sehen. Der Pilz geht Mykorrhiza mit Nadelbäumen ein
und wächst üblicherweise im Nadelwald. Er besitzt ein blassviolettes Fleisch und violette Lamellen. Der Geruch ist unangenehm und wird als schweißartig, an verbrannte Haare erinnernd oder kartoffelkellerartig beschrieben. Der violette Klumpfuß ist ein kalkliebender, seltener Pilz, der üblicherweise eine Symbiose mit der Buche eingeht und im Laubwald beheimatet ist. Der Geruch dieser Pilzart ist unauffällig, Lamellen, Hut sowie Stiel sind violett gefärbt. Alle Haarschleierlinge besitzen rostbraunes Sporenpulver sowie eine sogenannte Cortina. Dabei handelt es sich um ein Velum Partiale, also eine schützende Hülle, welche bei jungen Fruchtkörpern zwischen Hutrand und Stiel zu finden ist. Die Cortina besitzt eine haarartige Beschaffenheit und ist bei jungen Pilzen gut zu erkennen. Bei älteren Exemplaren ist oftmals nur noch eine angedeutete Ringzone, also ein charakteristisch überfaserter Bereich der oberen Stielrinde, zu erkennen. Anhand der Sporenfarbe sowie der Cortina können alle genannten Haarschleierlingsarten vom violetten Rötelritterling abgegrenzt werden, welchem die beiden Merkmale fehlen. Neben dem violetten Rötelritterling gibt es weitere, ebenfalls essbare Rötelritterlingsarten. Diese sehen einander sehr ähnlich und lassen sich nur schwierig voneinander abgrenzen. Der schmutzige Rötelritterling ist kleiner und besitzt einen weniger ausgeprägten Geruch. Sein Hut ist schmutzig violett bis bräunlich gefärbt. Die Lamellen des Lila-Stiel-Rötelritterlings sind weißlich bis blassviolett gefärbt. Der Hut ist bräunlich bis grauviolett, der Stiel breit und violett überfasert. Der Feilschen-Rötelritterling besitzt einen intensiv süßlichen Geruch und eine blasse, leicht violette bis hellbräunliche Färbung an Hut, Stiel und Lamellen. Dünnfleischige, kleinwüchsige, violett bis lila gefärbte Pilze wie Rettichhelmlinge oder Lacktrichterlinge lassen sich bereits anhand ihres Habitus einfach von Rötelritterlingen unterscheiden. Violette Rötelritterlinge sind ausgezeichnete Speisepilze und besitzen einen blumig parfümierten, süßlichen Geschmack. Die Pilze lassen sich gut zu Sahnesoßen oder herzhaften Quiches verarbeiten. Die Aromen des violetten Rötelritterlings können gut mit Röstzwiebeln, schwarzem Pfeffer, Kümmel oder geröstetem Speck kombiniert werden. Die Art ist rohgiftig und sollte daher vor dem Verzehren ausreichend erhitzt werden.